So, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Ark Knights. Wir wissen ja jetzt, wo die Kisten sind, zumindest, also ich denke mal mit unseren Sachen. This crate has the Enfield logo. Medication and drug delivery systems. Exactly what we need. Okay, also es sieht so aus, als wäre da tatsächlich das drin gewesen, was wir brauchen. Du bist okay, du bist Level 11, dagegen können wir kämpfen. Meet your end. Uiuiui. Was haben wir da schönes? Tier 2. Oh, mir fällt gerade noch was ein. Also nicht nur, ja, hier einmal kurz eine Runde heilen. Aber ich wollte noch ein paar Sachen herstellen, fällt mir gerade ein. Nee, davon brauche ich aktuell nichts. Aber ich würde auf jeden Fall das herstellen. Und die würde ich auch noch herstellen. Nämlich noch... Okay, da wollte ich eigentlich nicht hin, aber es ist egal. Alle Wege führen irgendwie nach oben. Du brauchst jetzt aber... Ja, naja, gut ist jetzt auch so dehnbarer Begriff. Aber naja. Ich denke mal. Achso, ja, gut, das Gear kann ich ja eh nicht aufwerten aktuell. Macht aber eh keinen Sinn wahrscheinlich, weil es Level 1 ist. Hier haben wir noch ein Käferchen. Das ist ein sehr komischer Hase. I found a crate here. Small auto tools. Useful for emergency repairs of equipment and vehicles. Gut, also das erste, was wir gefunden hatten, war zum Herstellen von Medikamenten. Ah, oh, okay. Oh, wir haben Müll gefunden. Schön. Cool. Jetzt habe ich vergessen, was in der zweiten Kiste drin war. Das war auf jeden Fall wichtig. Guck mal, ein Hase. Hase. Ein Hase, der aussieht wie ein Busch. Nein, 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 nein. Ich habe übrigens gesehen, ich glaube, das habe ich in der vorletzten Folge wahrscheinlich schon mal erwähnt. Die kann man auch abgeben bei den Türmen. Yes, energy batteries. Thank goodness the Landbreakers didn't take them apart. Okay, also da waren jetzt Batterien drin, die zum Glück nicht auseinandergenommen wurden. So, dann packen wir einfach mal alles da rein. Das ist das aktuelle Level. Syrup. Okay. Hm. Machen wir einfach mal. Ah, cool. Ich glaube, das hier ist wahrscheinlich das, was ich brauche später für, um am Banner zu ziehen. Würde ich mal behaupten. Und das hier ist die ganz normale Währung. Wahrscheinlich. Banner haben wir eh noch nicht freigeschaltet. Oh, was sind ein paar? Auf jeden Fall noch was zum Heilen. Hä?
ich bin noch im Kampf, deswegen kann ich es nicht aufsammeln. Das ist halt so. Meet your end. Da hinten ist noch eine Kiste, aber erstmal looten. Looten ist wichtig. Oh. Du nimmst auf jeden Fall noch ein bisschen Heilung. Hier haben wir noch eine Kiste. Emergency invasive medical kit. Not a standard option for most cases, but a useful last resort if things get desperate. Dr. Korlak is skilled with this. Though these are useful things to have, none of them are what the PAC needs. We need to press forward. Ernsthaft, das waren nicht unsere Teile? Also es waren nützliche Materialien dabei. Oder generell nützliche Sachen. Aber nichts, was für unseren Turm da irgendwie relevant ist. Oh. Ja. Wo soll ich denn da hinkommen? Hier. Oh, 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 oh. Oh Gott. Das ist schwieriger, als es aussieht. Ich glaube, ich komme da nicht oben rauf, oder? Hat das Ding eine Hitbox? Ja, doch, das hat eine Hitbox. Hat eine Hitbox, meine ich. Aber ich komme nicht rauf. Da liegt sogar was. Nee, ich komme da nicht hin. Also. Hier komme ich hoch, aber nicht rauf. Muss ich hier auf rauf? Ah! 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 So. Okay. Also geht nur um... Ja, das Entwerfen von der Brücke, glaube ich. Oh! Also das Klettern ist an manchen Stellen irgendwie noch ein bisschen frickelig, muss ich sagen. So wie gerade hier hochzukommen. Also weil für mich hat es halt so ausgesehen, als könnte ich von hier easy einfach irgendwie raufspringen. Irgendwie so gerade so. Oder zumindest hier. Das würde eigentlich von hier aus, würde das ja schon gehen eigentlich. Aber das Spiel sagt nein. Na mal gucken. Vielleicht ändert sich das ja auch noch im fertigen Spiel. So, ich muss aber ehrlich sagen, wir haben aktuell sehr viel Story und recht wenig Kämpfe. Das stört mich teilweise ein bisschen. Weil ich habe so das Gefühl, wir haben hier so eine riesen Menge an Infos, die uns um die Ohren geschlagen werden. Und auch teilweise so Kleinigkeiten irgendwie, wo ich mir dann auch wieder die Frage stelle, hä? Ich weiß jetzt nicht, ob mich das so unbedingt interessiert. Why would the Landbreakers assign that stupid, dulled, the inexperienced kid to look after these goods? Perhaps something did happen, and they couldn't spare anyone else to guard their plunder. Target the weak spot. Ganz kurz, ich will mal ganz kurz noch schauen wegen den Waffen. Warte mal, was bist du? Eine kurz. Ah, okay, okay, okay. So, wem gebe ich die? Gebe ich ihr die oder gebe ich die unseren Administrator? Switch. Die ist Stufe 9. Oh, dann gebe ich der anderen das, weil die hier ist... Die andere ist nämlich schon Level 9. Dann switchen wir hier mal. Und leveln die so ein bisschen auf. Genau, das wird das. Das haben wir hier. Extra Lebenspunkte. Okay, das hat scheinbar drei Eigenschaften. Kriege ich alle drei Eigenschaften? Ich bin mir da nicht sicher. Was haben wir das? Demolition. Bionic.
genau. Also entweder wir bekommen 0,9% extra Crit Damage, HP Bonus um 2,4% erhöht und hier extra Verteidigung. Die sind auch unterschiedlich. Ich glaube, bei den Dingern hier könnte ich mir vorstellen, dass die später echt nervig zu farmen sind. Ich nehme das mal. Das sieht ja fancy aus. Ich finde das cool, dass sich die Optik von den Waffen ändert, wenn man die Teile anlegt. Ah, und hier sieht man jetzt auch nochmal, was erhöht ist. Bei den Waffen. Okay, so. Dann klatschen wir das Ganze auch mal auf Level 8. Oh, komm. Machen wir 9. Beziehungsweise 10. Was haben wir sonst noch? You should be well rested, Administrator. Ja, alles gut. Wir ruhen uns doch immer gegebenenfalls auf. Aus, meine ich. Machen wir so. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. So, du bist aber... Welches Level hast du denn? 14. Du bist 13. Du bist auch 14. Dann kriegst du auf jeden Fall auch noch was. Dann sind nämlich alle Level 14. Sollte erstmal passen, denke ich. This must be the Nomad Camp mentioned by Soth. The one taken over by the Landbreakers. Look around. See if we can find any clues on the supplies. Also es scheint hier das alte Lager zu sein von den Nomaden. Eternium. Hier liegt noch was für AOE, aber hier ist auch noch eine Kiste. Die nehmen wir natürlich auch mit. Und hier ist Liga wieder. Okay. Nur ein Zettel. War da jetzt was? Nee, das ist nur ein kleiner Spalt. No one getting away. Da kommen wir noch nicht lang. Noch mehr Müll. Cool. Close to a place we can explore. Okay. Cool. Jetzt weiß ich nur nicht, ich weiß jetzt nicht, warum diese Kiste jetzt weiß war und die anderen sind ja eher so blau, orange. Ich weiß jetzt nicht, ob das Weiße besser ist als das Blaue. Ich glaube eher nicht. Kiste. Und noch mehr Junk. Noch mehr Müll. Eine Batterie haben wir bekommen. Die können wir bestimmt später noch irgendwie gebrauchen. So, hier. Was haben wir da? Transport, Dings. Okay. Also scheinbar
Hier, die Fracht. Sehr schwer. Wahrscheinlich teure Maschine. Vom Camp zum zum Lager. Okay, also der Boss sagt scheinbar, das ist einiges wert. Und wir sollen es in, also die sollen es ins Lager verfrachten und dabei nicht fallen lassen. Meine Güte. We need a terminal to open this door. Let's look around. It's over there, but we can't jump that high. Okay, also hier ist scheinbar ein Terminal oder generell eine Bedienung, um das die Tür aufzumachen, aber wir kommen da nicht hin. Over that side. Perhaps it'll let us find a way to reach the top of this elevated platform. Ja, dann nehmen wir den anderen Weg und nicht den vor uns. Let's activate the closest door switch. This door won't open. We might need a source of power to activate it. The battery we just found might have its uses here. Now we just need to open this. Good. The other switch is located at the second floor. Let's find a way to reach that place. Und ich erstmal so einfach nur Kristalle. Was jetzt? Seems like we'll have to walk right across Landbreaker turf to reach that switch. Wirklich? Ich sehe da jetzt kein Problem drin. Mensch, das hat sich ja mal gelohnt. Oh, die haben gar nichts gedroppt. Aber wie ist das Clip der Tüte? Nehmen wir. Okay, irgendeinen komischen Kristall. Resource site found. Dann gibt's noch Käfer. Die nehme ich auch mit. Aktuell, das Eternium ist aktuell recht einfach zu finden. Oh. Na, ja, das sieht gefährlich aus, warum? Weil es nicht kaputt. Annihilate target coordinates. Authority level 7. Das macht irgendwie so einen komischen Matschkram. Okay, ich habe was gefunden, was ich was Neues, was ich herstellen kann. Just found some decent stuff. Schauen wir doch mal, was können wir denn jetzt herstellen? Stim, also was zum Stimulieren. Ach, ich bin nicht so ein Fan davon. Dich nehme ich noch mal. Spar with me when you have the time. Oh, and don't let Perlika know. I'm getting lucky. Noch eine Notiz. Tada. Eine blutige Nachricht. Es sind viele laute. Viele laute Leute da. Also habe ich es auf ein auf ein Papier geschrieben. Verbrenn es, wenn du fertig bist mit Lesen. Okay, die Landbreaker haben unser Camp eingenommen und alle unsere unsere Vorräte und unser Cash, also unser Geld. Also,
bin rübergeschlichen und ich sah, was sie getan haben. Elbe? Abschaum? Hat alles... I prefer traveling such short distances on my legs. Ja, ist okay. Aber sei bitte ruhig. Mann, jetzt hab ich das weggeklickt. Toll. Ja, auf jeden Fall. Das war eine Notiz von jemandem, der vorher in dem Camp gewohnt hatte. Und der war dabei, als die das alles mitgenommen hatten. Und die das Camp über... Ach nee, warte mal. Let's head there for a closer look. I think we've hit some jackpot. Ist noch ein Brief? Handwritten, gekritzel, handgeschrieben. Okay, vertraut dem Satansbraten nicht mit dem gebrochenen Horn. Okay. Also diese wirklich sehr einfach versteckt. Falls man das überhaupt versteckt nennen kann. Oh, warte mal. Ah, jetzt sind wir hier. Vorhin standen wir da unten noch. We'll head in there. I think I saw something over there. Noch mehr Müll. Ja? Mit schönen Sachen. Noch eine Kiste. Noch mehr Müll. Cool. Ich nehme den ganzen Müll mit. Auch wenn ich noch nicht weiß, wofür ich den gebrauchen kann. Steht hier irgendwas dabei? Täglicher Müll. Schwer zu sagen, wann genau er entstanden ist. Bot. Okay, da sind einige Materialien dabei, die recycelt werden können. Stop right there. No one's getting away. Sehr schön, hat funktioniert. Okay, dafür, dass wir kämpfen ist gerade ja Hintergrund recht entspannt, sag ich mal. Die Musik passt nicht so ganz. Lol, jetzt hat die Kampfmusik wieder angefangen. Ja, ich glaube, das sollte nicht so sein. Passiert aber. Was haben wir hier noch? Oh, da hinten ist noch Gedöns. Sehe ich gerade. Okay, die sind scheinbar schon tot. Nochmal Eternium. Was haben wir hier? Dann gehe ich wieder hoch, weil ich muss ja unbedingt den Kram einsammeln. Na komm. Resource site found. The switch should be right ahead. Noch mehr Müll. Und Gegner. Prepare to engage. Don't underestimate the hostiles. Warte. Abbrechen. So. I'll take care of this. Wenn, dann will ich beide drin haben. Yeah.
da haben wir noch ein Teil für die Waffen. Und jede Menge Loot. Ich mag Loot. So, damit ist das Türchen offen und mal gucken, wer uns da Schönes erwartet. The supplies should be inside. I'm unsure what dangers might lurk within. We have to be careful. Ja, aber ich wollte auch noch ganz kurz mal gucken. Ich glaube, ich habe da eben noch was bekommen. Etwas, was lila aussah. Genau. Aber das ist, glaube ich, ein Zweihänder, oder? Oder kann ich den benutzen? Ich kann den benutzen? Ist das ein Zweihänder? Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Nee, ist ein Einhänder. Ja gut, so aus der Perspektive sieht der jetzt auch gar nicht mehr so groß aus. So, dann schnappen wir uns das mal. Was haben wir hier Schönes? HP. Noch mehr HP. Crit Rate. Crit Rate. Und 2% Verteidigung. Noch mehr Crit Rate. Ich denke, ich nehme das. Oh, warte. Da. Oh, schade. Da sieht man. Hier leuchtet es nur ein bisschen. So. Einmal aufleveln. Hier ist noch ein Stab. Oh, den kann ich Pelika noch geben. Den neuen Stab. Be well rested, Administrator. Enfield needs you. Mich den noch? Na gut, da ist kein Dings. Ah, okay. Das ist ja cool. Die Waffen haben selbst auch noch Fähigkeiten. Hier zum Beispiel, wenn unsere Lebenspunkte unter 40% fallen, bekomme ich sofort 20% meiner maximalen Lebenspunkte wiederhergestellt. Das kann alle 25 Sekunden auftreten. Das ist cool. Also zumindest für den Anfang ist das cool. Was haben wir hier Schönes? Ich hätte ja eigentlich gerne noch ein bisschen Lebenspunkte. Ich glaube, bei ihr hätte ich lieber Lebenspunkte. Oh, okay, da habe ich jetzt 14%. Aber nur was die Waffe betrifft. Und ich habe hier einmal. Aber 14%. Ich weiß nicht. Das hört sich irgendwie mehr an mit 14%. So. Die wird auch noch gelevelt. Können wir ja theoretisch die hier auch mal mit reinschmeißen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, das. Einmal Level 10. Ah, okay. Verstehe. Warte. Das sind... Die Waffe hat, glaube ich, sonst 11% Lebenspunkte. Und wir kriegen aber 14, noch was Prozent auf diese 11%. Das heißt, wir kriegen 1, noch was... Lebenspunkte obendrauf. Das ist ja nix. Nehme ich doch lieber das... Weil die 14, das hat sich jetzt so erstmal auf Anhieb ein bisschen besser gelesen, aber da machen wir das ja jetzt einfach bei 13. Es war auch nur 0,5% mehr und es ist eigentlich gefühlt nichts, aber die Zahl ist größer, es macht mich irgendwie, es beruhigt mich irgendwie, sagen wir so. So. Achso, das ist nur ein Licht. Are these the container cabins of the Nomad camp? They look pretty decent. Nomads didn't build these old cargo storage containers. They were built by the UWST when they were stationed here. When construction for the Mossfield Industrial Zone was complete, they didn't take these buildings down. Nomads started settling here,
and converted the place into their own community. Okay, also im Endeffekt die ganzen Container, die da sind, die sind praktisch Überreste, die hier gelassen wurden und die dann von den Nomaden umgebaut wurden zu Wohnungen und so ein Kram. Unterschlupf. Oh, da fehlt eine Synchro. Okay, das Blight und die Angeloy haben die Leute verändert. Und das nicht zum Guten. Andere verloren Vertrauen in Gesetze. In Recht und Ordnung. Und hatten sich dann den Landbreakers angeschlossen. Protocol Field Recovery Division. I typically do things that only Mercs would do, and I'm yours to command during the contractual period. Okay, habe ich ihn jetzt? Okay, Elemental Fusion. Das sind scheinbar besondere Angriffe für ihn. Also haben wir, wenn... Ja gut, das ist auch eigentlich genau das gleiche wie mit dem einen Orb, was die Gegner manchmal hinterlassen. Außer, dass es hier halt wahrscheinlich Thermalschaden ist. Ja gut. Habe ich ihn jetzt als Charakter dazu bekommen? Let's do ja, hab ich. Okay, also habe ich für den Anfang... Nur drei Charaktere für mein Team. Well rested, Administrator. I really need some exercise. Warte mal. Team. Nee, hier. Plus. Da, komm. Add to team. Ja. Sehr schön. This way. Jetzt sind wir zu viert. Das ist doch schön. Wollen wir doch unseren Wolfguard gleich mal ausprobieren. Einmal gucken, was der so schön ist. Oh, die sind Level 17. Oh, warte mal. Ich hätte vielleicht nicht einfach reinrennen sollen, ohne zu gucken, welches Level Wolfguard hat. Das fängt ja schon mal gut an. Wie? Ah, das war das, wofür ich noch eine Erklärung bekommen hatte. Mir war nicht aufgefallen, dass meine Heilkräuter eine Abklingzeit haben im Kampf. Erst gerade eben, wo ich mir so dachte, so, jetzt wird's aber doch mal ein bisschen unangenehm hier. So. Wolfguard. Level 15. 17, 16. understood your orders loud and clear. Schön. Blip. So. Now I know what's next. Was sagt die Waffe? Die Waffe sieht nicht so doll aus. Nehmen wir mal die. Was haben wir hier Schönes? Extra Dings. Verteidigung.
Gut, ich nehme mal Verteidigung. Macht vielleicht nicht so viel Sinn, aber es sind sogar so nur 5%, von daher wird das jetzt nicht so die Welt ändern. Und ich muss noch Sachen drucken für ihn. Klamotten. So, Crit und Verteidigung. Ui, das ist eine Menge Verteidigung. Death Pierce. Ist hier ein Unterschied zwischen Death Pierce und Death? Das würde mich jetzt mal interessieren. Okay, das ist was anderes. Ach, das ist das, was wir brauchen zum Upgraden dann später. Das ist schön. Okay, da können wir uns so einfach angucken. Aber ich sehe jetzt so nichts, wo ich sehen kann, was Death Pierce ist. Weil... Pursuit Attack. Warte mal. Eigentlich hier bei den Pursuit Attacks, da wäre doch, glaube ich, das andere eigentlich voll cool. Ich habe doch eins hier mit den... Ja, genau, das will ich haben. Das liest sich erstmal gut. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber das werden wir noch herausfinden. So, das haben wir auch. Hier haben wir nichts, hier haben wir auch nichts. Haben wir was verkehrt? Nee. Skill. Gehen wir mal hier hin. Was ist das hier eigentlich? Das sieht irgendwie eklig aus. Netwurm. Habe ich von dem Wurm bekommen, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. So, du machst mal davon noch welche. Dann machen wir einmal die Handschuhe und einmal das Oberteil. Das kann kurz noch einen Moment dauern. Wait. That looks like a place to pass. We should take a look. Ja, machen wir gleich. Wir gucken gleich, ob wir uns da aussuchen, meine Güte. Ob wir uns da ausruhen können. Mann. Krieg hier schon wieder Fusseln am Mund. So, was haben wir hier? Alte Zeitung. Alte Zeitung, überdeckt mit Löchern. Scheinbar hat eine sehr verärgerte Person die Zeitung als Zielscheibe missbraucht und Messer auf sie geworfen. Ein paar Zeilen sind nur noch. Meine Güte, ey. Entschuldigung. Nur ein paar Sätze sind noch lesbar. Okay, scheinbar vor kurzem unser Held, unser Sheriff in Klammern, so nennen wir es bisher. Okay, der Name wurde mit Blut verspielt. Ja. Great importance, of course, but if you're willing to listen, then I won't mind sharing them. Aber warum unterbrichst du mich dann? Genau. Also der Sheriff wurde scheinbar umgenietet. Ein paar Landbreakers wurden verhaftet, wie beliebt. Okay. Und die paar Leute, die es die fliehen konnten, sind wahrscheinlich da irgendwie sowas. So, da. That place looks interesting to me. Let's go there and take a look. Das noch. Was? Hey, warum fliegt es weg? Und TP gedöns. This is break time. The UWST would occasionally give nomads simple work. Machen wir mal alles. Cool. Backslot. Taschen. Taschenplatz. And recruit trustworthy individuals from their settlements. So, ich will mal ganz kurz schauen. Das sieht eigentlich gut aus. Auch von denen habe ich 50 Stück. Da. Geht mal dahin. Ganz kurz. Ich glaube, der war jetzt fertig mit dem Herstellen vom Gear. Genau. Was ist noch?
Those who become nomads have already given up on hope and life. It doesn't matter if they're living under the United Syndicates, the TGCC cartel, or even Hongshan. Very few of them could ever settle down in large cities. Kann man hier hoch? Ja. Nee, das bringt mir nix. Something might be over there. Visual scans indicate no immediate danger. Good. Oha. Wer zur Hölle sind wir? They really tore you apart. What happened here? Sie haben dich ziemlich auseinandergenommen. Was ist hier passiert? The filthy, ill-bred bugger named Cliff. Traitor. Thief. Na. Verräter. Cliff hat ihn auseinandergenommen. The phony cheat led us here. Blasted bugger lied to everyone! I'm gonna... ihr Boss hat sie scheinbar angelogen. Okay, dem fehlen vorne auch die komischen Dinger, die die anderen drin hatten. Oh. Das war's. That wound looks really serious. Can we save this guy? Der sieht bereits tot aus. Ich glaube nicht, dass wir den noch retten können. For him. The one who did this wasn't interested in survivors. Even a surgeon can't salvage this mess. Okay, also wir sind eh zu spät und selbst ein Chirurg hätte das nicht mehr flicken können. So, what exactly happened? Couldn't agree on how to share the loot? Some feud gone wrong? Und was ist passiert? Waren sie sich nicht sicher, wie der Loot aufgeteilt wird? Also, wie unsere Fracht aufgeteilt wird? They won't kill each other over issues of plunder. Looks more like someone trying to cover their tracks. Also, wegen ein bisschen Plunder würden sie nicht, würden die nicht versuchen, sich gegenseitig umzunieten. Es sieht eher so aus, als würde jemand ihnen auf den Fersen sein. Das sind wir wahrscheinlich, oder? That Cliff he mentioned is truly without mercy. Just look at what he did to his own people. To think that such lawlessness exists just a few clicks away from the civilization band. Der war ganz, ja, den hat's scheinbar... Also ich habe jetzt nichts... Ja gut, ein bisschen zugerichtet war der jetzt schon, aber irgendwie großartig optisch hat der sich jetzt nicht von den anderen über unterschieden und das sah jetzt... Und die machen da irgendwie einen riesen Fass draus. Ich weiß nicht so ganz genau warum. Aber, ja. Ist das normal an der Front außerhalb der Stadt, der Städte? It's hard to say. If you leave the band, you better stay in the settlements or work sites. Bandits and wildlife are dangerous enough. Even without the hosts of Angeloy. Ja, also in der Wildnis ist es halt gefährlich, unabhängig vom, also ist halt mit Banditen und wilden Tieren, unabhängig von davon, dass hier auch noch Angeloy rumrennen. Only Landbreakers and Mercs would roam the wildlands. That's the frontier for you. Hang around this place long enough, and you'll get used to it. Okay. Bei Mercs weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Würde ich sagen, irgendwie. Wow. Also, gibt hier in der Nähe eh nur Landbreaker und halt Mercs. Ja. Man We gewöhnt sich dran. This one doesn't look like someone who's willing to negotiate. Okay, das. Wir sollten besser vorbereitet sein. Es sieht so aus, als wäre das jemand, der nicht zögern würde. Be careful, Administrator.
Ja, ich bin vorsichtig. Chen, Wolfguard, watch your six. Hä? Watch your six? Got it. Ah, wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass wir aufpassen sollen. Ich weiß nicht, so optisch? Also da war jetzt... Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht... Ich sehe jetzt nicht, wo da so das Problem ist. Ja, der hat vorne keine Schläuche dran und der hat komischerweise auch Haare im Gegensatz zu den anderen. Aber ansonsten sieht es jetzt nicht so aus, als wäre der Lebens... als wäre der irgendwie lebensgefährlich verletzt. Aber die haben halt gesagt, ja, der ist komplett hinüber. Komm ich hier irgendwie? Nein. Hier? 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 Nein. Okay. Ist okay. Gehen wir weiter. Oh. Die sind alle hinüber. Time to lose your way, you witless pests. Okay. Das kam jetzt unerwartet. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Bosskampf sofort kommt, aber okay. Starke Gegner wie Cliff zum Beispiel haben ein... Die haben die ganze Zeit einen Mantel-Effekt. Mit denen, also hier, dieses Schildsymbol. Okay. Also, solange der Mantel aktiv ist, können wir keinen Kontrolleffekt halt machen. Das heißt, wir können zum Beispiel sein Schild nicht brechen und den dadurch nicht in den gebrochenen Status zum Beispiel bringen. Okay, wie kriegen wir den Mantel weg? Der Mantel ist auf jeden Fall nicht unverwundbar. Wenn ihr zum Beispiel hier diese Aufladeangriffe benutzt und hier das mit den roten Kreisen zum Beispiel kommt. Genau, das kann vorübergehend den Mantel runternehmen. Also wir machen damit den Mantel zum Beispiel kaputt, wenn wir beim Aufladen eine von unseren Angriffen benutzen. Okay, und solange sobald der Mantel runter ist, ist das die Möglichkeit, so viel Damage wie möglich auf den Gegner zu hauen. Just a few more bodies for this place. No one would notice the difference. Ernsthaft. Sag mal! Wollte ich eigentlich gar nicht. Da haben wir. Das will ich jetzt. Just a few more bodies for this place. No one would notice the difference. Wow. Wir stehen da nicht mal. For this place. Ooh. This place will be clean once I take care of you. Okay. Bleh. Oh, das wollte ich gar nicht.
Kann ich bitte mal... Boah, komm. Sorry. Oh, fuck, jetzt. Jetzt habe ich ein bisschen geträumt. Just a few more bodies for this place. No one would notice the difference. Be nice, stay there. A decent fight. Ja, der war jetzt okay. Ich denke mal eher, dass es Tutorial-Kampf war. Also ja, er war halt ein okayer Kampf. Not fooling around. Got the stuff? If you do, you should start scramming, kid. Don't need your reminder on that. Thought you were a bunch of crap like these goons. My mistake. Er dachte, dass wir genauso wie die anderen einfach nur bisschen Schrott sind. Und beim nächsten Mal sind wir nicht so. Haben wir nicht so viel Glück. Fiona, did you see that? Supervisor Perlica? Is that the teleprotocol? The TP? How? Fiona? Back up the video recordings of what you've just seen, but don't tell anyone about this. Shouldn't we report this to our superiors? Okay, scheinbar war dieser Teleport etwas sehr Merkwürdiges, weil sie will nicht, dass ihre Vorgesetzten davon erfahren. Not yet. I know what I'm doing. Understood. Okay. Sehr interessant. So, meine Lieben. An der Stelle machen wir Schluss für diese Folge. Wir sind auch bereits wieder bei fast einer Stunde. Meine Güte. Aber das war doch ein schönes, war ein schöner Abschluss auf jeden Fall. I know that strength isn't everything, but in Talos too. You can't live without it.